Ja, und über die Lage der Menschen möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Bewe-Runge sprechen. Michael, schauen wir erstmal auf die Menschen, um die es ja die ganze Zeit geht. Durch die verschärften Grenzkontrollen sitzen tausende Flüchtlinge in Griechenland fest. Wie sieht die Lage dort aktuell aus? Also aktuell ist es nach wie vor so, dass viel zu viele Menschen hier sind für viel zu wenig Unterkünfte. Die Regierung versucht momentan, den Strom etwas zu bremsen. Der Fährverkehr von den Inseln, wo die Menschen ja immer noch von der Türkei anlanden, der ist gestoppt worden. Die normalen Charterfähren sind komplett eingestellt worden. Und man hat die anderen Fährlinien angewiesen, nur noch wenige Tickets an die Flüchtlinge zu kaufen, sodass der Zustrom nach Piräus nachlässt. Heute Morgen ist immer noch eine Fähre angekommen. Das heißt, im Moment sind immer noch viele Menschen im Land unterwegs, teilweise vagabundieren sie und wollen auch teilweise gar nicht in diesen Notunterkünften Platz nehmen, weil sie eigentlich über die Grenze wollen. Ja, wie ist denn die Lage in diesen Notunterkünften? Wie werden die Menschen, die dort ankommen, betreut? Soweit sie vorhanden sind, ist das eigentlich, sind das ganz normale Notunterkünfte, also Zeltstädte, wie wir sie von vielen Flüchtlingscamps kennen, die dort Platz finden, sind versorgt. Aber viele zum Beispiel hier in Athen, Afghanen, die kampieren wild am Viktoriaplatz mitten in Athen. Und sie haben mir erzählt, sie hätten gefragt, ob sie nicht auch dort unterkommen können und man hätte sie überall abgewiesen. Das heißt, es gibt nach wie vor viel zu wenig Plätze und das ist das eigentliche Problem. Als Reaktion auf das Vorgehen Österreichs hatte die griechische Regierung ihre Botschafterin in Wien gestern zurückgerufen, um, so heißt es aus Athen, die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu erhalten. Kann man von guten Beziehungen da gerade überhaupt sprechen? Nein, im Moment sicherlich nicht. Griechenland fühlt sich am Ende der Kette, fühlt sich alleingelassen. Es liegen ja mehrere Nicht-EU-Länder zwischen Griechenland und Österreich. Und die österreichische Politik der Verknappung der Möglichkeiten, Flüchtlinge durchzulassen, die wird ja einfach weitergereicht. Von Österreich nach Serbien, von Serbien nach Mazedonien. Und Mazedonien macht eben, wenn es sieht, dass die Flüchtlinge nicht aus Mazedonien wegkommen, wird halt die Grenze zu Griechenland durchgemacht. Und diese Barriere ist trennt im Moment Österreich und Griechenland physisch. Und solange keine Lösung gefunden wird für die Flüchtlinge, die hier in Griechenland im Moment sind und wahrscheinlich ja noch mehr kommen werden, solange wird dieses Problem auch weiter bestehen. Was diese Länder entlang der Balkanroute können, das können wir schon lange. So könnte man deuten, was da aus Athen zu hören ist. Wörtlich hat der Migrationsminister des Landes gesagt, auch wir sind zu einseitigen Aktionen fähig. Wie könnten diese einseitigen Maßnahmen aussehen? Nun ja, das hat Herr Tsipras ganz konkret angedeutet. Es geht einfach darum, dass auch Griechenland einseitige Schritte vornehmen kann. Das heißt, es kann Maßnahmen und Vereinbarungen, die jetzt im EU-Rahmen getroffen werden, natürlich seinerseits blockieren. Da geht es jetzt nicht um konkrete Schritte. Und natürlich muss Griechenland aufpassen, dass sich da selber keinen Gefallen tut, wenn es notwendige Maßnahmen blockiert. Aber das ist so ein bisschen das Muskelspiel, um zu zeigen, wir können auch. Ich glaube, letztendlich wird man versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das Problem ist gestern auch in großer Runde besprochen worden, um nämlich diese gemeinsame Lösung zu finden beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel. Einer der Teilnehmer hat nach dem Treffen gesagt, die Dinge bewegen sich in die richtige Richtung. Was muss denn jetzt passieren in Griechenland, damit sich die Dinge tatsächlich in die richtige Richtung bewegen? Naja, ich glaube, es geht jetzt darum, erstmal ganz konkret diese unheimlich große Zahl der Flüchtlinge zu verringern, um den Druck etwas abzumildern. Und da gibt es ja eine Option, die zumindest, ich sag's mal in aller Vorsicht, vielversprechend ist. Das ist diese NATO-Operation im Mittelmeer. Man muss wissen, dass Griechenland und Türkei ja ein Unverhältnis haben. Das ist eine gewisse Kommunikationsunfähigkeit, eine gewisse Kooperationsunfähigkeit. Bei jeder kleinen Insel wird über den Grenzverlauf gestritten. Und die griechische und die türkische Küstenwache kommunizieren überhaupt nicht miteinander, arbeiten nicht miteinander. Wenn es nun dieses Dach der NATO gibt und diesen Verband, der gemeinsam operiert, dann könnte es vielleicht tatsächlich gelingen, diesen Zustrom erstmal zu stoppen, bis man weitere Lösungen gefunden hat. Vielen Dank, Michael Bewe-Runge, für diese Informationen nach Athen.